dass der Stream nicht hängt. Hast du die Fäuste? Ja. Soll ich Flashlight ausmachen? Ja, ich würde sagen an, sonst siehst du hier... Warum brennt da hinten was? Wo bist du? Komm zum Feuer. Hast du angemacht? Nö. Sollte ich es anmachen? Ah, erstmal Ton anmachen, ne? Ach voll. Hast du an? Ja, Alter, ich glaube, das ist wirklich die Map. Eine Uhr. Ach, Ton auf ganz voll dann. Und dann scheiße ich. Alter, was ist das? Hast du das? Ja. Was ist das? Oh mein Gott, dreh dich mal um. Warte mal auf. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. In case you forgot or fell off, I'm still hot, knock your shell off. My money stacks back, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business, I live this, it's automatic. I win it, so you hear those horns, you finish. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid, I'm harder than nails. Plus I keep it on lock like I'm part of the jail. I'm slaughtering stairs, competition. Mach mal change level. Oh fuck. Alter, war das laut. Das war mal ein Anfang. Also schöne Map auf jeden Fall. Richtiger Horror, ich hätte Angst. Kann man nur weiterempfehlen. Junge, jetzt weiß ich, warum die in den Kommentaren geschrieben haben, it's John Cena. So eine Map könnte ich aber auch machen. Ja, ich dachte, wo die Musik anfängt, na Alter, was spielst du da gerade für eine Kacke ab, ne? Ich dachte auch gerade, was spielst du da für eine Kacke ab? Oder warum spielt die Musik von meinem Computer ab? Und dann kann man auch mal John Cena! Oh, war ganz schön scary. Ganz schön scheiße. Ja. Nice. Oh, ich hab gar kein Twitch auf meinem Handy. Ja, und ich auch nicht. Jetzt hab ich's. Jetzt von Gary's Mod hin. Nice. Da ist er. Also, auf jeden Fall brauchen wir nochmal so eine Map. Die hat ziemlich Spaß gemacht. It's John Cena! So, ich hab hier ein bisschen Musik, was soll ich denn So, geht schon weiter. Echt? Bin noch nicht drauf. Ja. Mach. Also, ich mach erstmal gleich hier Ton. Machst du mal auch auf voll laut? Ja. Und dann. Ich muss im Lautstärke-Mixer irgendwie dicht lauter stellen. Warum? Obwohl, nee, es ist alles schon voll. Weil ich verstehe dich fast gar nicht, wenn ich auf voll laut mache. Ich mach trotzdem auf voll laut. Vielleicht bist du voll. Laut. Hey, it's John Cena. Ich hab keine Waffen.
Ich schon. Warte mal. Ich kann mich auch nicht killen. Lauf mal hier. So, hier in der Umgebung. Oder try neu drauf oder du mal Fäuste ausrüsten. Ja, warte mal, ich tu mal Fäuste. Rüste du mal auf Fäuste aus. Hab ich ja gerade. Leider ist weggegangen, ja. Kann nichts bauen. Wow. Warte mal. Was? Mein Bruder hat sich hier gerade. Hä? So ein Spacko. Schieb uns mal einen Channel mit Passwort rein. Ja, warte mal. You weren't moving me and joined your channel. Es ist John Cena! Warte mal, ich guck mal nach dem Zahn drauf. Weil ich kann weder irgendwelche Waffen spawnen noch sonst was. Ich kann mich auch nicht töten. Warte mal, join ich gerade neu? Nein. Ich hab Doppelklick auf seinen Server gemacht. Ich glaube, Garry's macht das nicht. Das hängt ja immer ziemlich. Oh, soll ich mal Facecam anmachen? Nee. Hey, was ist denn mit Garry's mal los? Er hängt komplett. Ich kann nichts machen, ich kann nicht auf dem Desktop, ich kann gar nichts. Ja, jetzt kann ich. So, ich schau nochmal neu drauf. Machst du eh nicht. Nee. Hübsches Profilbild bei WhatsApp übrigens. Mhm, danke. Bin ich nicht ein hübscher Bub? Erinnerst mich ein bisschen an... An? Weiß ich nicht, du hast so die Haare von... Ach, keine Ahnung. Von? Du erinnerst mich aber an irgendjemanden. Jetzt sag nicht Haar an Sven. Hahaha. Nee, ich hätte was anderes gesagt. Aber ich hab's doch gelassen. Nee, du tust mich echt an irgendjemanden erinnern, aber ich weiß nicht an wen. Tja, vielleicht kennen wir uns irgendwoher schon. Nee, an... an irgendjemanden aus einem Film. Oh, jetzt hab ich keine... Oh, ich hab noch Waffen. Weißt du, nimmer, früher im Krankenhaus bei der Geburt, ich war dein Nachbar. Das war eine Zeit. Weißt du, warum ich mit Waffen spawne? Nee. Weil das ist dieses dämliche Add-on, dieses... Wie heißt es denn? Warte, kann ich nicht Anarm machen? So, Anarm? Nee, es geht nicht. Es gibt doch sicherlich einen Comment dafür. Es ist auf jeden Fall ein Add-on, was das verursacht. Also mit Waffen sparen. Ja, du kannst aber die Konsole nicht benutzen, das ist das Problem. Ja doch, ich schon. Denke ich mal. Echt? Gib mal Kill ein? Kannst du nicht. Du musst... Fäuste kannst dich ausrüsten, sagst du? Nee, ich kann nichts bauen. Das ist ein Add-on, was das verursacht. Diese komischen... Oh, jetzt habe ich keine Waffen. Ah, geht doch. Ich glaube, man muss nur warten ein bisschen. Also, Find 5 Curse, Medallions... And Escape from the Market... Profi-Englisch. Storage Store... Ja, ich weiß nicht, wer das ausspricht. Bonus... Es ist Bonus Rooms in the end, such as Party Room and Boobs? Boobs? Alles klar. Hey, durch. Ich muss erstmal Musik ausmachen. So. Ich will die Boobs sehen. Hast du Ton voll an? Ja, hab ich. Das ist ganz schön dunkel. Ganz schön dunkel. Deine Haut ist ganz schön dunkel. Oder warte ich mal kurz doch Licht aus. Das macht die Atmosphäre besser. Ja, ich hab auch bei mir Licht aus. Moment. So. Okay. Was ist da? Komm ran.
hier reingekommen, das war glaube ich irgendwas hier am Schweben. Alter, hat mich das erschrocken. Wow. Ein Tor, das du selber aufgemacht hast. Ja, aber das macht so ein merkwürdiges Geräusch. Was so. Ich muss ja kurz auf einem anderen Bildschirm das größer machen, den Screen. Da ist ein Rollstuhl drin. What the fuck, Alter, der Rollstuhl? Ach, Jesus Christ. Ah. Das ist ein Rollstuhl verpasst, der hat mich gerade voll erschrocken. Ja, warte mal, lauf mal kurz nicht weiter. Ich muss kurz mal hier meinen anderen Bildschirm. Der stand hier in der Ecke und dann stand er hier vorne. Warte gleich, ich muss kurz den Bildschirm ein bisschen abdunkeln bei mir drüben. Ich da mal drauf. Ich mache hier kurz die Helligkeit runter beim anderen It's Bildschirm. It's John Cena! Helligkeit hier. Ist definitiv zu hell, ich mach's noch auf dunkelste den anderen. So, okay. Und weiter geht's. Du hast auf jeden Fall den Rollstuhl verpasst. Ja, ist ja egal, war nur ein Rollstuhl. Was müssen wir finden? 8 rote Köpfe. Nein, wieder. Wir müssen irgendwelche Medaillons finden. Die Köpfe müssen wir nur finden, falls wir. Hier ist ein Kopf, siehst du? Ah, doch Kopf. Ja, und nein, wir müssen 5 Medaillons finden. Die Köpfe sind nur für Party Room und Boobs da. Ja, das wollen wir doch. Ja, aber. Where the fun begins. Die Map ist übrigens, also der Remake von der Map, ist von dem einen, der. Dieser eine Russe, der diese komischen Maps gemacht hat. Pascha. Nein. Hey, Pascha ist keine Russe, Idiot. Polen. Polisch. Geh weg. Polnisch. Warum Scheiße. Ich gehe. Ah, es gibt nur einen Weg. Lass mal dann durch die Tür gehen. Ich kann die Schuhe nicht aufheben. Ohne Taschenlampe macht mehr Spaß. Oh, ohne Taschenlampe sehe ich gar nichts. Weil das ja kalt. Das war's? Ich finde die Kabine schön hier, damit hier keiner reinkommen kann. Wir sind jetzt in die Toilette reingegangen, nur damit die so ein bisschen wackelt. Guck mal die Details an. Sogar Schlösser an den Kästen. Alter, Details. Box 00. Auf mich jetzt herumzuschieben. Das ergibt gar keinen Sinn. Box 00 und Box 00. Das eine muss ja Box 01 sein dann. Hä? Das ist ja jetzt das ist egal. Da können nicht beide eine 0 sein. Ja, warum nicht? Weil du es ja hochzählen musst. Musst du? Sollte man. Ah, ist ein schönes Bild. Oh, hier. Beim 1 bis 6. Wow, ich dachte gerade eben, sei. Nein, lass mich rein. Also, warum ist er vorbei hinter mir? Du musst doch in den Kopf reingelaufen. Ich dachte gerade eben, dein Bein ist verschwunden, aber das Mann von Ila ist ja nur mit einem Wenn Bein. Wenn jetzt jemand klingeln würde bei meiner Wohnung, ich würde ausrasten. Oh, du kannst hier keine Pops aufheben, oder die sind alle fest. Oh, schon mal, da liegt jemand. Lol, hast du gerade gewichst? Ja. Das Geräusch. Ich würde sagen, sie sieht ziemlich tot aus. Du hast sie drauf bewegst, deswegen ist sie tot. Aber ihr Gesicht ist im Kissen. Ich glaube, sie ist müde. Sie ist eins mit dem Kissen. Das ist doch locker so eine Thai-Massage mit so einer Nadel. Ah, nur dass die Nadeln irgendwie aus dem Bauch rauskommen. Falsch rum sind. Ja, das meine ich. Stumpfe drin. Oh. Hat schon mal einen sehr schlechten Geschmack für jede Einrichtung. Ja, man, die ganzen Blumen da auf den Regalen und so, brauche ich gar nicht. Lass mal ohne Sprint machen. Okay. Es sei denn, es sind längere Wege oder der gemütliches Wohnzimmer mit großen Schränken und Zimmerschränken. Mit einem Wohnzimmer. Fest, hier sind irgendwelche komischen. Kommst du? Decke, warte mal. Versuch die Eimer aufzuheben, geht aber nicht. Alles fest. Aufheben. Was ist das denn? Wow, Alter, war das laut! Ah, hier! Hier ist ein Medaillon. Guck mal, wie verflucht das ist. Guck mal, wie gechillt der da rumliegt. Boah, das sieht ja richtig lecker aus. Ah ja, ich Bock auf Spare Ribs. Junge, das wollte ich gerade sagen. Nax.
Hey, komm mal her. Eigentlich müssten es hier drei Leute sein. Weil der liegt da mit Rippen, der unten hat Rippen und da liegen nur Rippen. Ja, jetzt müssen wir die Beine finden. Ja, und den restlichen Körper von Rippen. Vielleicht ist es eine Zusatzaufgabe. Finde die Beine. Und zum Beispiel ist hier clever. Vor allem radioaktiver Müll hier im Wohnzimmer. Warum passiert da nichts? Ich glaube, es soll so Disco-mäßig sein, weil der schwarze Punkt verändert die Richtung. Ja, das ist ein Lichtschalter, du Eumel. Ja. Guck mal, 3 ist die magische Zahl. Ah, guck mal, das Ziel sieht ziemlich tot aus. Sieht's netter aus als da drüben. Was haben denn hier? Würde ich sehr gut. Oh, hier ist ein Pentagramm. Pentagramm, das ist. Oh, oh Alter! Ich wollte gerade sagen, das Pentagramm ist scheiße. Und die Scheiße ist auch scheiße. Also haben wir einen Hund und zweimal scheiße. Scream! Everybody! Komm, das voraus, geht nicht mit den Raum nicht. Ey! Ganz schön laut da drüben. Waren wir hier schon? Nee. Guck mal, die sind immer noch am Rumschreien. Hier waren wir auch nicht. Hier. Ach, dort, da kommt. Ach doch, von hier kommen wir. Hier waren wir nicht. Voll verwirrend. Mal, hier gibt's ein Telefon. Lass mal hier erstmal. Unheimliches Verbiet. Nee, nicht Bild und Zigaretten. Da gehen wir gleich. Da geht's weiter. Erstmal räumen wir die abchecken, die 4. Guck mal rein. Können wir durchlaufen eigentlich? Ja, können wir. War das? Ja, hier ist so ein Schädel. Sieht ziemlich. Nee, das ist kein Schädel. Die Wand sieht ziemlich rustig aus. Rote Pampe. Hier ist ein Schädel. Aha. Wow. Ups, willkommen. Ah, oh, hier ist eine Puppe. Ich glaube, hier ist was nach rechts gelaufen. Hallo? Ich habe nichts gesehen. Mir hat die Puppe angeschaut. Okay. Oh, hier. Mal, hier ist noch ein Raum. Ich glaube, ist hier reingelaufen. Hier ist. Oh, hier. Verfluchtes ist Ding. Roter Pappen. Ah, wir haben hier was vom Körper gefunden. Was ist das? Ah, das ist ein Oberkörper. Das braucht man nicht. Guck mal, das Monster, was hier lebt, das frisst nur die Beine. Guck mal, die wollten den Rasen mähen. Mann, ich glaube, die wollten die Körper mähen. Die wollten sich rasieren. Ah, das ergibt jetzt Sinn. Ja. Was steht da an der Wand? Kann man nicht lesen. Oh, lass mal Gary Schmott auf dem... Alter! Ich hätte jemand auf die Tür wieder gewichst. Dasselbe Geräusch. Lass mal hier Garry's Mod spielen, Horror Maps, und dann in dem Spiel wieder nochmal spielen. Nochmal, dann nochmal, dann nochmal. Ich verstehe nicht, warum hier jeder Wäsche auf dem Schreibtisch liegen hat. Ah, können wir nicht. Ach, sag bloß. Da, wo die komischen Wichsstacheln durchkommen, da kannst du nicht rein. Da will ich auch nicht rein. Aber wer hat hier so Kisten stehen in seinem Zimmer? Wer wohnt in so einem Hotel. Oh, jetzt kommt die 6. 6 steht für 6, auf geht's. Teufelszahl. Das ist ein Radio. Lass mal anklicken. Alles Plätze. Genau. Hört sich ziemlich kaputt an. Hört sich ganz schön laut an. Ich glaube, es hat keinen Platz. Kannst du mal ausmachen. Kann man die Scheiße wieder ausmachen? Ah, ist von alleine ausgegangen. Ich hab keinen Strom mehr. Jetzt können wir hier weiter. Wo bist du noch? Oh. Ich kann nicht sprayen. Keine Graffitis mehr, warte mal. So. Oh, eine Jukebox. Ah, jetzt sind wir wieder in dem Raum. Ja, wir müssen ja hier lang. Wäscheraum.
übertrage mit 60 FPS durchgehen, das ist ziemlich gut. Profi. Rechts oder links? Links sieht das aus. The Devil's Flower. Teufelsblume. Lass mal hier, was steht denn hier? Es hört sich so nach Harry Potter an. So als würden die auf Lord Voldemort warten. Von der Schrift her. Guck mal, hier ist Klopapier. Ah. Ey, das Klopapier kann man aufheben. Hier, guck mal. Geil. Ach, endlich muss man. Guck mal hier. Vielleicht sind das so collectible Items, die man aufheben Danny kann. Danny headed vorne. West just to find his family camp. Also seine Familie ist schon mal tot. Ich glaube, das ist ein Rätsel. First. Erstmal das allererste ist unten. South. Ich weiß ja nicht welche. Dann ist hier the Lord up above. Also up. Das war gleich West. Ja. Südwest. Südwest oben müsste es sein. Also müsste Südwest. Oh, hier ist Südwest. Ah, Süd. Wo ist, hier Süden? Ah, nach Süden. Unten. West. Oben. Oh. Nein. Nicht. Warte, Süden? Ja, Süden. Süden, dann kommt West. Ja. Dann kommt oben und dann kommt Südost. Südost? Ja. Jo. Richtig. Hä, wieso Südost? Da war noch so ein Rätsel an der Wand, das hast du nicht gesehen. Hier rechts um die Ecke. Da, siehst du? Ah. Ah. Was er jetzt auch mal macht, komm mal rein. Komm mal raus nochmal. Mach mal zu. Geht's noch? Okay, jetzt mach ich nochmal. Was war's? Süden? Okay, geht nicht. Süden? Geht nicht. Ach, okay. Schade. Alter! Ist das laut? Lass mal hier lang gehen. Oder nee. Jetzt hast du schon auf. Mal hier reingehen. Immer diese Wäsche überall. Echt so. Wir sind aber auch im Wäschekeller. Kann ich die Tür noch wieder zumachen? Ich hab vorhin erschrocken. Jetzt war einmal im Kreis gelaufen. Wupp. 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 Ich mag das Geräusch, wenn ich wieder aufgehe. Wenn du immer gleichzeitig sprengst, wie es zugehen will. Oh, ich hab's. Achso. Ist egal. Hier liegen Kühe dran. Ich glaube nicht, dass in Wäschekeller Kühe reingehören. Das Medaillon. Und ein Hut. Das ist ein Hut. Sollen wir uns das merken, dass hier ein Hut ist? Merkt ihr mal die Farben? Gold also, soll das wirklich ein Hut sein? Weißt du? Oder das sieht aus wie ein Knopf? Doch, Käse sein. Käse. Ich meine, genau. Das ist gar nicht so unlogisch. Hier sind Kühe, da ist Käse. Es könnte. Ich weiß nicht, es könnte alles Mögliche sein. Ja, klar, die haben die Kühe geschlagen zu Käse. Die Kühe, also irgendwie ergibt das einen Sinn. Jetzt ist echt gut alles ausgedacht hier. Alles ergibt. Jetzt haben wir den Käse gefunden. Wo bist du? Ich bin wieder rausgegangen. Ah, da. Na, ich guck mal hier rein. Vielleicht ist hier so ein roter Schädel. Ich meine, die müssen wir ja alle finden. Vielleicht hier unter der Waschmaschine. Ah, stimmt. Wir brauchen noch einen. Ja, wir brauchen noch drei. Ohne Schädel. Wahrscheinlich gibt's nur vier, das ist die Verarsche. Das glaubst du? Schon mal. Wo bist du? Wieder. Ich bin wieder zurückgegangen, nach oben. Achso. Immer schön. Die Tür. Alter. Das ist Klopapier. Ich hab krass Lieder. Alter. Das Klopapier lacht mich aus. Das ist die Cafeteria. Alter, wow! Alter. Ich hab mich durch die Gegend geschleudert. Hier sind so alte McDonalds. Die Burger ist fertig. Alles Klopapier bis zur Cafeteria. Spaß. Scheiße hier. So. Hier, ich weiß, was wir jetzt machen. Klopapier-Weitwurf. Nee, Klopapier-Omelette. Ah, was war das? Weiß ich nicht. Das ist ich nicht. Ich hab auf diese komischen roten Bohnen geklickt. Ich glaube, das sollten wir lassen, auf Bohnen zu klicken. Vielleicht was. Oh,
Hier, wir haben Schädel. Ja, da ist er. Ach, guck ich dir an. Warum nicht? Und du bist ein Penner. Komm rein. Wow, ich sehe, die Tür geht zu. Dachte ich auch. Passiert gar nicht. Da fehlt was an Jumpscares, leider. Ich dachte echt, die Tür geht zu, wir erfrieren einfach. So ein Wichser. Komm hier rechts. Guck dir die Fenster an. Wer macht Fenster so? So gegen. Ich glaube, so gehört sich das nicht. Die sind Erbsen. Also. Hä, wo sind wir hier überhaupt? Lass mal hochgehen, oder? Warte mal, hier sind wir wieder im Hauptraum. Dann lass mal. Hier sind die Räume 7 bis 12, wie es angeht. Hier. Und hier gibt es irgendwo eine Schenke. Hier leuchtet irgendwo. Hier ist die Schenke. Hier ist ein Radio. Warte mal, hier sind wir in der Schenke. Oder Tür zu. Oh, wir haben das Klopapier vergessen. Erstmal Radio anmachen. Oh, sogar mit Musik diesmal. Genau so eine Musik will ich in der Kneipe hören. Ah, irgendwo Klopapier. Oh, da ist wieder ein Pentagramm. Nice. Nein, wir müssen. Lass mal das letzte nicht aufheben. Damit wir erst die Tonköpfe haben. Bevor wir das Pentagramm haben. Bevor die Medaillos haben. Ich glaube, die Reihenfolge ist ziemlich egal. Ich will, dass wir geportet werden. Keine Tonköpfe haben. Hier ist Badezimmer für Frauen und hier, Männer. Wir haben das Klopapier wieder. Zwei Stück sogar. Warte mal, ich nehme das andere. Sieht ziemlich scheiße hier aus. Ich versuch's aufzuwischen. Alter. Das war das Radio. Ich glaube, es hat übersteuert. Das ist eine ganz andere Atmosphäre, so in der Wohnung zu finden. Warte mal. Klopapier ist unter den Tisch gefallen. Dann geht's weiter. Guck mal, die. Spiegel mehr als ein Spiegel. Ah, hier ist der Schädel. Jawohl. Alter. Ganz ruhig. Mein Klopapier ist durch die Gegend Klo. Voll die Fab-Map. Das fappt alles herum. Ich hoffe, dass wir jetzt erst den Schädel finden. Jetzt können wir. Klopapierangriff. Komm nach oben. Ah, ich lass mal jetzt hier. Hat sich ausgeklopft. Es geht noch weiter nach oben. Oh nee, das. Irgendwie vermisse ich den Schleimsound. Hier ist eine Leiche in dem Wagen. Ah, da fehlt der Kopf oder steckt. Der Kopf ist in dem Schleim drin. Wenn es ihm gefällt. Warte, Raum 7. Oh, mein Klopapier. Alter, ist eine Lampe. Oh, mach mal. Yo, Alter. Ich wollte gerade sagen, mach mal Licht aus hier. Mach mal Licht aus. Oh. Wo ist die Lampe hell? Wir haben eine Taschenlampe. Gibt's einen Lichtschalter? Ja. Weiß ich nicht, warte mal. Yeah. Das ist eine Steckdose, du Idiot. eben kratzen. Ah, so, weiter. Mal Klopapier hin. Ach, du schmeißt. Komm. Ja, ich würde weiß sagen. Mal sehen, was uns hinter Tür Nummer 8 erwartet. Oh Gott. Lautes Rausch. Ey, hier ist der Schädel. Ah, ey. Wo ist jetzt der Pornoraum? Vielleicht kommt er am Ende. Ich will aber jetzt. Oder vielleicht werden das Männerbrüste sein. Was denn? Warte, Raum 8, Raum 9. Die sehen ja alle gleich aus. Was hier? Was ist denn das hier? Vielleicht Zement, nee, das ist Dünger. Denkst du? Alter!
Warum müssen die alle explodieren? Voll laut. So, dann erstmal in die 10 rein. Oh, Alter, ich bin raus zu lang gelaufen. Ich hab's gesehen. Ja, egal. Was ist das? Hier ist nix. Ah. Nee, draußen ist echt hier was reingelaufen. Ich hatte Bock auf Klopapier. Ey, hier sind noch mehr Räume. Alter, dieses Geräusch. Dieses Oh. Da ist noch so ein Pentagrammstück. Wie schön das angemalt ist, die Wand. Da hat sich jemand richtig hier ist Ende. Ah. Ganz einfach. Hier liegt ein Fuß. Will Evil approaching. Wahrscheinlich geht's jetzt richtig hart ab. Geräusch geht mir auf die Eier. Oh, 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 Achtung. Glaub mich nicht. Gibt's hier einen Lichtschalter? Nein. Alles, das ist was nach rechts gelaufen. Ich hab nichts gesehen, ich bin gerade mit dem Rücken in den Raum reingelaufen. Scheiße. Also rechts ist was reingelaufen. Hat Kopierpapier da gelassen. Und irgendwas an der Wand, was wir jetzt nicht genauer betrachten sollen. Also ich glaube, ich weiß, wo wir hingehen müssen. Einmal hier Suizid begehen und runterspringen. Wow. Dann, Alter, ist das laut. Dann hier. Da siehst du? Die Tür da hinten ist aufgegangen. Da war nämlich auch so ein Pentagramm drauf. Geil. Wo ist der Boden so merkwürdig? Ah, oh nein. Wo bist du? Ja, wo bist du? Ich bin durchgelaufen. Ja, ich bin in einem langen Metall. Auch gesehen? Ja. Du warst aber gar nicht bei mir. Du hast mich nicht gesehen. Alter. Kann ich ja nochmal reingehen? Vor allem, ich bin keinen Schritt vorwärts gelaufen. Ich bin vor. Alter. Bin ich reingefallen? Hier. Scheiße. Ist irgendwas mit. Lauf, lauf, lauf! Alter, was war das? Was ist das? Oh, was ist das? Ach du Scheiße. Der eine Schrei, ich hab was. Oh nein, das Ding ist vor mir vorbeigelaufen. Alter. Wo bist du, links oder rechts? Oh nein, hier ist ein Ziffernschloss. Hier ist ein Ziffernschloss. Wo bist du? Weiß ich nicht. Ich bin beim Ziffernschloss. Ach, da ist das Monster! Hallo, ich seh dich. Dritte Form. Ja. Komm schon. Wo denn? Zahlen. Die ist 9C. Warte mal. Die sind wahrscheinlich... Ach, da war gerade das Monster irgendwo. Also die dritte... Wow! Das ist krank. Also die dritte Zahl ist auf jeden Fall 9. Oh, da ist es dran. Oh Gott. Es sind uns, nein! Oh mein Gott, nein. Nein! Ja, es geht auch anders. Die dritte Zahl ist 9. Okay. Aber kann man hier so sicher stehen? Warte mal. Da kommt's, warte mal. Warte mal, ich geh mal weg. Die vierte Zahl ist 4. Also, irgendwas 9-4. Achtung! Oh! Komm hier rein! Hier bist du sicher! Echt? Hier in den Sachen bist du sicher in den Gängen. Ja, das also irgendwas 9-4. Das kommt dir gleich entgegen. Da geh ich mal hier da lang. Da kommt's. Ah, jetzt ist es weg. Da fangen wir wieder die 9. Ja, wo siehst du das? Oh mein Gott, es kommt. Das ist direkt hinter mir, Timecode, wie geht der? Es verfolgt mich. Wo bist du? Es verfolgt mich immer noch.
Show überhaupt? Oh mein Gott, es ist immer noch hinter mir. Es ist immer noch hinter mir. Wo bist du? Junge, das verfolgt einen. Alter, Sven, das verfolgt einen, das jagt einen, ohne Scheiß, das ist mir genau hinterhergelaufen. Ich bin direkt beim Zahlenschloss und war... Oh Gott, da kommt's! Oh nein. Okay, irgendwas war hier. Fuck, ich kann nicht mehr spielen! Nein! Oh, das war's. Ich hab's abgehängt. Also irgendwas 794. Irgendwas 794. Stehen wir noch, oh mein Gott, das ist... Oh, Fuchs, der ist hinter mir. Ich bin an der Wand. Nein, das verfolgt mich. Oh. Es ist ja gar nicht mehr. So. Oh, da kommt's. Irgendwas. Wo ist noch die erste Zahl? Hier, siehst du, hier ist zum Beispiel 9. Ah. Oh, hinter dir. Oh Gott. Irgendwas 794. Irgendwas 794. Ja, warum kann ich nicht mehr sprinten? Ich hab keine Zeit, um an die Wände zu gucken. Hier ist eine 4. Ah, das ist die Auto. Oh mein Gott, nein, 2. Oh mein Gott, da kommt es. Hier ist 1, eine 1. Okay, 1, 7, 9, 4, 1, 7, 9. Oh Gott, lauf, lauf! Oh mein Gott. Ich geb ein, okay? Oh mein Gott, ist immer noch hinter mir. 1, 7, 9, 4. Okay, ist offen. Ja, warte mal, ich komme. Oh, ich bin da. Warte mal aufs Monster, komm, warte kurz. Bin ich vorbei, oder? Ich glaube, ich verschwunden, weil ich habe das Pochen hinter mir immer so verschwinden hören. Ja. Oh Gott, lauf rein! Warum? Ich hab doch gerade irgendwas gepiepst an der Tür. Ja, das war ich. Ich hab die Knöpfe gedrückt. Du bist ein Penner. Komm. Oh. Ah. Oh Gott. Nein! Ja. Oh, dies. Die Map war mega gut gemacht. Was geiles Found. Yes, yes, yes. Jetzt was, Dix? Oh, fuck. Also, wo gehen wir hin? Lass mir erstmal Dix rumgehen. Erstmal Party und Boobs. Warum Party? Boah. Erstmal, warte, mach Ton leiser erst. Auf Hälfte oder so. Oh ja. Yeah. Komm hier rein. Oh, hallo, ich bin bereit für dich. Alter! Ich geh mal weiter im Boomsraum, kommst du? Ja, warte mal, lass mich erst mal gucken, ob das für Twitch in Ordnung ist. Ja, komm. Oh mein Gott. Was soll das hier sein? Boomsraum. Gott, ich... Deine Boobs, große Boobs und Hängeboobs. Und dann die Oma. Wer hätte das gedacht? Und jetzt Toilette. Retten da so richtige Penisse jetzt. Ja, ich... Warte mal, erst eine Toilette. Wow, super. Ah, das ist der richtige Zug wahrscheinlich. Lass das mal rübergehen. Warum ist hier... Ich weiß, wir können gleich mal gucken.
Willst du diesmal vorgehen? Wow. Wow. Das ist die Bananen. Oh mein Gott. Wie kommen wir jetzt hier? Das ist eine Toilette. Ist doch irgendwas. Das ist locker so. Ich muss so spülen. Hast du irgendeine Box suchen? Oder kann man spawnen? Ja. Nein, du kannst nicht spawnen. Und ich weiß, im Dingsbums. Im Partyraum war noch so ein Ding. Was ist das hier? Ja, eben das. Bin ich auch. Ah! Oh, man kann die Box nehmen. Sehr schön. Vielleicht kommt irgendwie so ein Jumpscare, ich sag's dir. Dann kommt ihr in den richtigen Hubsbaum. Wir sind da richtige Omas. Oh Gott, das funktioniert irgendwie oben. Gar. Hey, wie hast du es geschafft? Da musst du auf den Hebel von dem Ding draufspringen. Oh, hier ist eine Crowbar drin. Ah. Das war's? Ja, vielleicht kann man damit den. Oh, hör auf, hör auf, hör auf. Vielleicht kann man die Dicks kaputt machen. Das sind richtige Dicks hinter. Naja, die sind auch total. Da gehen wir rüber zu anderen. Ich geh mal in den Bubsraum. Da ist auch keine Boobs hinter. Der Boob ist anders. Die sind aus Metall und Plastik. Du hast hier Hänger, ja. Silikon. Hier vielleicht am Spawn irgendwas. Warte mal. Ach, hier. Hm? Seh das hier auf. Wo? Oh. Fleischraum. Oh. Ganz viele Kühe da. Wow. Das ist gerade reingeschmissen, sich komisch lade. Du? Was ist das für ein Gang? Ja, wo bist du? Das ist schon ein langer Gang. Erster Ton wir voll anmachen, warte. So. Immer kleiner, oder? Ich hab ein schlechtes Gefühl. Da ist irgendwas. Ich will jetzt aber nicht nah rangehen, um das zu lesen. Freedom. Was ist da? Ich kann nicht schneller. Nein! Nein! Drück doch mal eh drauf. Es geht nicht, wir kommen nicht in die Freiheit. Hör auf! Nein! Low Clip geht auch nicht. Nee. Okay, dann war's, glaube ich, mit der Map. Wow. Ich will aber ein Secret. Ach, das sind ja die Secrets, die waren ja mega schön. Auf jeden Fall, ziemlich gute Map. Noch eine Map. Die war ganz in Ordnung, finde ich. Ich denke, wir können die auch bewerten direkt. Alter, wir haben ganze 0 Zuschauer, krass. Die andere Map hieß. Heißt HC-3. HC-Chapter 3. Ja, wir haben Chapter 1 und 2 schon gespielt. Oh, es ist schön, Ferien wieder zu haben. Wir können auch die Aufnahmen auf YouTube hochladen. Ach, musst du entscheiden. Mr. Famous. Mr. Null Zuschauer. Hey, Rekord war glaube ich schon 2 heute. Wahrscheinlich war ich der eine.
Aber Garry's Mod schaut halt fast kein Mensch mehr, weißt du? Ich finde, das schauen noch ein paar Leute. Aber guck mal, 10:30 unter der Woche, montags auch noch. Ich glaube, da schauen die lieber Fernseher anstatt sowas. Ach guck mal, wir haben sogar einen Zuschauer. Dead X Dragonborn. Hat gerade im Chat geschrieben, Micha. Man muss mal riesen Langeweile haben, um 10:30 irgendwelche random Scheiße auf Twitch zu gucken. Bezogen auf uns. Naja, wenn im Fernseher halt nichts Gescheites läuft. Naja, würde der Sky empfangen, dann könnte der Jurassic World gucken. Obwohl, ich weiß nicht, ob das noch läuft. Lief gerade eben noch, also vor einer Stunde. Der Film ist gut. Der Film ist gut. Der hat im Kino gesehen, 3D. Ich mach mal Ton nicer, bis du drauf bist. Kann ich dich besser verstehen. Ah, mir fällt da gerade was auf. Ah, guck. Ja klar, der Name kam mir bekannt vor, der hat schon öfters bei uns geschaut, Micha. Weil ich meine, ich habe den Namen schon mal gehört. Ja sicher, du hast den Namen Michael Jackson auch schon mal gehört. Ja, das stimmt wohl. Aber schon länger bei uns. Wenn ich das hier gerade mir so anguck. Ja. Das ist aber schon länger her. Wir haben ja auch ziemlich selten gestreamt. Welcome, this map might be too difficult for only one player. Play with more people if you can, otherwise you might not get through this. Boom, an. Ja, hab ich. Voll die Action-Musik. Warning, dead players will only spawn if someone survives and gets to a checkpoint. If everyone dies, you fail and the map ends. Oh shit. Nee, du hast uns kein Geschenk, du hast uns vorgeschlagen, dass du uns eingibst. Key. Das war der, der uns im Rainbow Six Siege den Key da holen wollte, weißt du noch? Da waren wir auf der Horror-Map beim Friedhof. Aber mein PC wird das Spiel ja nicht mehr. Tipps: Scavenge regularly, always check all corners, be alert at all times, stick together, share ammo you find. Oh, cheat. Enter the room as soon as all players join and you are ready to play. If you enter the room while there are players still connecting, the game will crash, alles klar. Warte. Also wir haben ja sau lang nicht mehr gestreamt, schon 3 Monate her oder so. Ja, keine Ahnung. Gescheit gemacht haben. Ja. Jirka, der Name. Chapter 3, The End. Also zumindest habe ich kein Rainbow Six Siege. Aber ist ja auch egal. Ah, wir haben irgendwo das Auto gecrashed. George was gone. Wer ist George? Ich glaube George Clooney. Auf einmal irgendein Penner bei uns macht, der George heißt. Alter, ich hab dich ganz kurz gesehen. Und du warst rot. Ey, sieht nach Left 4 Dead 2 aus. Der Anfang. Ja klar, Alter. Guck mal, ist Left 4 Dead 2 der Anfang. Oh. Ja, was haben wir jetzt gemacht? Nimm mal ein paar Pistols, hast du eine? Ja, ich hab eine Pistole. Was geht im Auto? Ich glaub, die Dinger sollten im Auto sein. Guck mal, die Crowbar ist nochmal hier. Ist nochmal hier? Ist nochmal da? Ah, ich spiel's lauter als ich selbst. Ich hab die Crowbar. Ich glaube, wir können hier ein bisschen nicer machen. Du musst die Crowbar, glaube ich, aufheben. Ihr hebt die Crowbar auf. Ja, jetzt hab ich's. Okay. Nice. Geht's jetzt? Hier gehen wir mal. Warte mal. Wenn ich mal das Mikro näher an muss. Warum ist hier ein Traktor? Achso, da kommen wir nicht lang, da kommen wir schon mal her. Und sind an dem Traktor vorbeigefahren und dachten uns, hinter dem Traktor müssen wir abbiegen und sind in den Baum reingefahren. Klar, das Game ist irgendwie voll wie der vor der 2. Also die Map hier gerade. Oder? Micha? Weißt du nicht? Nur weil am Anfang Munition und Pistolen und so waren? Ah ja, mir kommt es so bekannt vor, man der vor der. Da. Meine Hand leuchtet hier rot, wenn ich hier vorbei laufe. Das hier. Warum leuchtet meine Hand hier rot? Meine auch. Mann. Ja, so pink. Ist irgendwas Rotes hinter? Ja, komm, wir gehen weiter. Irgendwas geknistert im Baum. So ein
Stripclub oder so bestimmt. Geht's? Im Baum. Ja, ich wette, das Stripclub heißt Le Bouche. Hier ist ein Militär-Dingsy. Ich glaube, es ist keine Horror-Map, ich glaube, es ist eher eine Rätsel-Map. Ach, keine Ahnung. Da stand, dass die Horror-Map nicht hier ist. Ja, dann bin ich in die Häuser rein. Können wir die aufbrechen? Nee. Ich mag irgendwie Horror-Maps mit Waffen nicht. Da muss man kämpfen. Naja, wir müssen hier auf jeden Fall kämpfen, das wurde schon am Anfang gesagt. Man kommt in die Häuser nicht rein. Das ist aber offen. Ah, guck mal, hier ist auch so ein Rotlicht. Dann warte mal, bevor wir da reingehen, ich will nochmal da hinten gucken. Da irgendwas ist. Ja, komm. Ist schon mal eine Stange. Ne, hier ist nix. Ich sag ein Spawn. Ne. Kannst hier nicht mehr Q drücken und C. Lol. Mit No Clip auch nicht, ne. So, ab in den Aufzug, komm. Wo ich schon geht. Fahrstuhlmusik wäre nett. Ah. Bitte, wir sind hey there! Alter! I haven't seen anyone in a while now. I could use your help. It's been a while since I've talked to anyone. Because the comms are down. I can't call for help, but I need you to come to me and help me set up a satellite. Wait, hold on. I'll unlock the door for you real quick. Ach, dein Schuh. Yeah, there we go. Geschauspielert. Schaut's an. Alter, der Typ schreit voll laut. Muss man nicht so laut sehen. Das ist der Horror wahrscheinlich. Oh, nice. Now this place fell down real quick. There's still some survivors out here, I believe. Though, sorry, what you're looking for is the industrial part of this building. There should be tables and boxes, pretty much. Tables and boxes? Also, ein Raum mit Tischen und Boxen. Ist ja sicher nur Vogelkakao. Ja, hier ist ein Vogelkack auf dem Boden. Ja. Lol. Ah, hier, nee. Bänke sind schon hier. Mal. Ne, hier ist ein Bank. Was war's? Kisten und Bänke, oder? Tables and boxes, also Tische. Oh, you'll see some of the small ones. I like to call them headhumpers, because that's literally what they are. If they get on your face, you're as good as dead. Dann nehme ich hier Crowbar. Hier sind irgendwelche Headhumpers. Was sollten wir jetzt in dem Raum suchen? Ach, hier sind noch mehr Tables und Boxes. Wow. Warte mal, vielleicht sind in der Boxen Sachen drin. Ah, guck, vor dem muss ich aufpassen hier. Wow, Alter. Das hat noch gelebt. Scheiße, ich bin tot. Nicht weiter. Die Boxen kann man hier nicht kaputt machen, die zwei. Das ist ein Problem. Weiß ich nicht, aber in der Tasse ist noch Kaffee drin. Hier war jemand kürzlich da. Naja, der Kaffee kann auch länger schon da stehen. Ah. Da. So. Hier glaube ich rein. Oh ja. Alter, ah. Bitte nicht von vorne, bitte nicht von vorne. Ich darf gar was? Nicht. Ich darf nicht respawnen bis zum Punkt. Weil ich hier ja ganz groß wasted. Super.
Lauf du mal weiter, ich beobachte dich. Echt? Mhm. Nee, ich fliege. Was programmierst du denn? Munition, ich habe Munition gefunden. Oh, aber Alter, die Pistole geht wieder voll ab. Warum gehen hier die Pistolen und die Crowbars so ab? Ah, das ist wieder so ein Ding. Du ekelhaftes Teil. Ich piek hier voll um die Ecken. CSGO-Profi. Wir hätten vielleicht das. Alter. Ja, hier bitte. Oh. Oh mein Gott. Ich glaube, das war nur die Türklinke, die mich so erschrocken hat. Kannst du mir echt zugucken? Ja, aber da ist halt dieses GTA 5 wasted davor. Ja, das kommt von einem Mod von dir. Ja, okay. Eben, die hätten wir vielleicht deaktivieren können. Ja, ich hab den Mod nicht drauf. Ey, warum sagt er nichts? Hier, mach mal die Tür auf, Arschloch. Hab ich in einem Raum was vergessen? Hier sind Bilder. Da ist dunkel. Hä, hab ich hier was vergessen? Oh, das ist doch kacke, wenn du so zugucken musst. Tür geht nicht auf! Ach, wahrscheinlich muss ich den hier davor stellen. Oh Mann. Vielleicht ist die Map auch verbuggt, das kann auch sein. Oh doch. Profi! Oh, das ist so ein fettes Ding. Das ist überhaupt nicht spannend, bei mir ist das schwarz-weiß. Mal sehe ich was, mal nicht. Ja. Ich hab's getötet. Nenn mich ein Zin. Okay, ich bin tot. Was jetzt? Weil ein ganzes Spiel hängt. Ja, die Map ist vorbei. Ja. Und ich kann nichts machen. Weil. Ja, verloren. Ein komplettes Steam Overlay hängt. Geil. Der Facehugger hat mir ins Gesicht gefickt. Kam nur die Fab-Geräusche. So. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß. Will man nicht die Map nochmal? Nee, ich hab nur zu ihm gesagt, weil er jetzt geht, programmieren. Ach so. Er programmiert gerade an einem Spiel. An einem Spiel, sagst du? Mhm. Das könnte man ja irgendwann mal testen. Wenn's rauskommt. Ich glaube, ich muss. Ah, ne. Ja, okay, nochmal die Map, oder? Ja. Naja, so toll war die gar nicht. Oh Gott. So viele Maps. Wie hieß die nochmal? HC. Okay, HC. Unterstrich Chapter 3. Also, ich hab den einen Facehugger gar nicht gesehen, der mir ins Gesicht gevögelt hat. Der war auf einmal da. Geht ja auch nichts ab. Gary's Mod hängt. Nice. Die müssten echt mal die Engine noch mal ein bisschen überarbeiten. Quatsch. Vielleicht ein bisschen beschleunigen oder so. Ich will im Startbildschirm. Im Einzuschauer. Irgendwie. Ah, jetzt lädt die Map. Da ist schon ein bisschen Musik wieder an im Hintergrund.
Ich soll ich mal copyright-freie Musik abspielen? Kannst du ja die Musik aus dem YouTube-Channel da nehmen? Ja, ich habe gerade Pendulum abgespielt. Ich habe ja irgendwo sowas gedownloadet. Okay. Ah, ich hab's. Startest du die Map schon? Startest du die Map schon? Ja, die startet schon. Aber ich muss gleich wieder alles eintippen in die Konsole. Aha. Ah, das hab ich Plugins deaktivieren können. Naja. Also, Konsole. Schon drauf. Nice. Ah, soll ich mir jetzt einen Maxi-King in den Mund schieben oder nicht? Kannst ja auch einen Penis in den Mund schieben. Von der Map da? Dick Room. Ja, man, genau so ein. Muss erst ein Blatt Papier. Man, der Boobs Room war tausendmal besser. Ja. Fällt mir kein Spruch ein, den ich bringen kann. Schade. Dürfen alle Zuschauer mithören, wie ich esse. Was macht eigentlich das Kommando Heartbeat? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, ich will es auch gar nicht wissen. Das würde mich echt mal interessieren. Es macht irgendwie gar nichts. Außer dass es Herzklopfen heißt und es hat nichts mit der Konsole zu tun, von dem Spiel. Weißt du, was ich jetzt esse? Ich esse Karnevalssüßigkeiten. Ich dachte, es ist wirklich ein Penis. Okay. Nein, Mann. Ich weiß. Dreimal. Prinzenrolle. Ist diese Mini-Prinzenrolle. Für die kleinen Kinder. Du hättest mal sehen müssen an einem Karneval. Wir standen so irgendwo mitten in der Stadt. Und ich habe gerade so, weiß ich nicht, da war ein Wagen mit Bekannten. Und die haben extra auf. Und da war so ein kleines Kind, das hat immer so richtig harte Süßigkeiten genommen. Richtig überall draufgepfeffert. Und da stand so ein Typ vor uns, der war gerade eine Zigarette am Rauchen. Das Kind hat. Der Typ richtig eine Zigarette aus dem Mund mit den Süßigkeiten geworfen. Da richtig lustig aus. Muss immer machen, okay. Bekannt ist hier. Warte kurz, mach Licht wieder an, weil auf der Map braucht man kein Licht aus. Dann sehe ich mehr. Komm. Kommst du? Komm. So, möchte ich im ganzen Dunkeln sitzen. So. Komm. Ich liebe es bei Karneval wegen mitzufahren, die Süßigkeiten zu werfen. Muss halt immer. Aber habe ich noch nie gemacht, um ehrlich zu sein. Du musst, wenn du auf dem Wagen jemals mitfährst, immer in die Biergläser werfen von den Leuten. Immer probieren, da reinzuwerfen. Heute wirfst du die Süßigkeiten vor die Räder des Wagens, damit die Kinder überfahren werden, die sie aufheben. Ah, jetzt konnte ich direkt den Brechstein aufheben, aber die Pistole nicht. Ah, jetzt. Ich glaube, die haben einen sehr starken Magnet.
Ah, Munition kann man auch aufheben. Hast du? Du hast ein bisschen Blut verloren. Ja, an was erinnert dich denn das Foto jetzt in WhatsApp? An Film hast du gesagt, oder was? An jemand aus dem Film, ich weiß nicht wen. Ich bin ja schon. Aber es wird wieder laut. I haven't seen anyone in a while now. I could use your help. It's been a while since I've talked to anyone. Because the comms are down. I can't call for help, but I need you to come to me and help me set up a satellite. Right, hold on. I'll unlock the door for you real quick. Ah, ich weiß, wo du mich gesehen hast, in welchem Film gerade. Wie ist der? Jetzt kommt's. Now this place fell down real quick. No pain, no gain, last guy. There's still some survivors out here, I believe. Oh, sorry, what you're looking for is the industrial part of this building. There should be tables. Ah, es kann sein, dass du ein bisschen Dings gesehen hast. Aber Mann, wir sind falsch Richtung gelaufen. American Pie, der Vater war ich. Echt in die falsche Richtung gelaufen. Wow. Unter der Wolf of Wall Street. Ich spiele Leonardo DiCaprio mit. Ja, von wegen. Alles am Start gehabt. Du bist Daniel Radcliffe. Mann, der Typ sieht heutzutage richtig abgekackt aus. Arnold Schwarzenegger. Na, lieber nicht. Das war. Ah, hier. Ah, Kanye West. Hä, wo bin ich? Weiß ich nicht, wo bist du denn? Meine Taschenlampe an und aus. Bitte? Ja, nix. Ah, da bist du. Hallo. Das war lange gebraucht. Hier irgendwo war doch das Vieh. Now you'll see some of the small ones. I like to call them headhumpers, because that's literally what they are. If they get on your face, you're as good as dead. Und wo ging's jetzt lang? Warte mal, ich glaube hier. Ne, doch nicht. Ah, ne, hier. So, jetzt immer vorsichtig die Tür aufmachen. Geh zurück. Zurück. Ja, mach auf. Doch. Geh da weg, geh da weg. Hör auf damit. Oh Gott! Aua! Ja, das sieht zu. Hallo? Fang ich aus. Warte mal, ich muss hier hinten rein, komm. Es ist, komm hier hinten rein, komm. Nee, ich kann's abknallen. Oh Gott. Warte mal. Nein, oh. Es ist tot. Gibt's noch Fleisch? Geh vor, wenn du es meinst. Warte mal, ich muss noch eine Prinzenrolle essen. Okay, ist tot. Pass auf, vielleicht kommt noch eins. Glaube ich. Ist Munition. Wow, jetzt schon. Beim ersten Vieh. Gerade wo wir unendlich Muni haben. Ah, doch nicht. Ich habe noch 100. Warte, pass auf, hier kommt aber eins. Weg, weg. Mann, da ist, da im Flur ist echt eins. Ah ja. Ne, hier ist nichts. Oh, da hinten. Ist tot. Auf der Box noch nichts mehr. Ah. Mein Gott. Ah. Doch, hier könnte überall eins sein. Ja, deswegen ich nicht wo die überall waren. Hm? Ja. Oh, hier ist der Kanister. Weg. Tür brauchen wir gar nicht aufzumachen. Geh hin. Du musst den Kanister näher an die Tür stellen. Ich werf den dagegen. Schade, auf, pass auf, da kommt eins, da kommt eins! Oh. Kommt zwei! Da war noch eins, da war noch eins. Ist auf der rechten Seite.
Oh mein Gott, es hat sich kurz Es piekt! Das ist ein CSGO-Profi. Oh, du bist gerade davor gelaufen. Oh, ich hab's gehört, geh zurück. Ja? Wo ist es hin? Jetzt tot. Naja, es steht hier nicht mehr. Ich gehe jetzt auf die Seite. Junge, wo ist das Ding hin? Oh Gott. Es kann halt überall sein, gell? Was hast du da? Vielleicht steht es da. Oh, da! Ich hab's gesehen! Ich bin sicher auf der Kiste. Da! Oh, ist tot. Alter, was war das für ein... Oh, da ist noch eins! Wo? Oh. Auf der rechten Seite, glaube ich. Weiß ich nicht. Oh. Ah ja! Hier kommt man nicht durch. Mal. Mach die auf den Tür nicht. Einfach mal reingehen. Ah, ist noch eine Tür. Warte mal. Hier ist eine Pistole. Wow, die Pistole hat's gebracht. Toll. Ich glaube, wir müssen. Wow, Alter, ich bin fast runtergefallen. Nicht runterfallen. Jetzt müsste so ein Vieh kommen. How did you get down here so quick? Did you? Well, you didn't just jump through the elevator. Ah. You know what? Never mind. Just focus on the job. Ja, alles andere war zu. Da soll man nicht rumholen. So viel check ich nie in CSGO ab wie hier. Ja, warte mal. Ich hab was. Ja. Du guckst links. Links habe ich was gehört. Warte mal, lass mal. Geht es dir? Ein Chat. Just a prank. It's just a prank. Das Licht hat mich voll geblendet gerade eben. Ah, okay. Ah! Da war eins. Oh fuck. Nee. Oh, da ist eins. Renn. Oh. Oh Gott. Ah, das ist ganz tot. Alter, das war mein Profi-Aim hier von CSGO. Nicht so. Voll unheimlich, die Dinger flitzen richtig durch die Gänge. Überhaupt irgendwas? Nö. Nee. Oh fuck, ich hab meine Prinzenrolle fallen lassen. Ja, okay, weiter geht's. Ah, oh, wer kommt hin? Oh fuck, Alter, ich stand da recht neben dem Teil. Ich hab's in den Arsch gerettet. Hier. I would open the door for you, but it's controlled by a lever. Ich werd hier kommt gleich eine Welle. There, so you need to find it. Was? Ein Schalter. Oh nein, jetzt müssen wir die Räume hier absuchen nach dem ja, fucking wir Schalter. Ich hab fast alle getötet, oder alle. Trotzdem, Alter, das Licht blendet voll. Klebt ein Stückchen Prinzenrolle auf meiner Tastatur. Die irgend noch so ein Fickvieh spawnt, dann ja. Töte ich es halt. Ah, hier sind wir hergekommen. Wir müssen mich hier. Oh, fuck, da ist eins. Ich hab's gesehen. Ja, ich hab eins gesehen. Aber au! Warum war Blut auf meinem Gesicht? Es war rechts. Ah, hier kommen wir her. Oh, da war's. Keine Sorge, ich hab dir was mitgebracht, um dich zu beruhigen. Da. Warte mal, können wir das Ding abschmeißen? Das rennt ja die ganze Zeit hin und her. Da, jetzt ist links. Was? Pre-Fire. Ich bin gebannt. Jetzt kommt eins von hinten. Nein, da ist es. Ah, oh, hier der Profi wieder. Mit einem Schuss. Ja, hier wird sicher kein sein. Ah, hier ist der Schalter. Ist ein bisschen assi in den Räumen. Ich hab auch einen Schalter. Ne, leere Dose. Hirnströme zu große. Ich stich dich damit ab. Die Dose ist gerade kaputt gegangen, hast gehört?
Dose. Du hast Dose gesagt. Ja, ich meine Flasche. Arschloch. Es ist Arschloch. Ich habe eine Waffe, die besser. Nein, das ist ein Schalter. Und oh, keine Munition mehr fast. Echt? Ja. Oh, noch, guck mal, den Schalter werfe ich dran, so pro bin ich. MLG! Oh, hier ist ein Shotgun. Ah, meine. Ah, nein. Ja. Aber nur 6 Schuss. Scheiße. Alter. Game abgespürt. Game ja, bei dir. Oh mein Gott. Guckt so viel, stürzt das Game erstmal ab. Hat selber ich glaube, wir müssen den Gore-Mod ausmachen. Ich glaube, wir müssen alle Mods ausmachen. Nein, wir müssen auf jeden Fall den Gore-Mod ausmachen, weil ich merke, dass wenn wir den Facehugger töten, dass er dann zerfleischt und das Game für ein paar Sekunden erstmal hängen bleibt. Oh. Ende, Leute, gleich nochmal durchspielen zum dritten Mal. Anspielen. Wir haben 0 Zuschauer, nice. Oh, ich liebe meine Community, weil sie nie da ist. Obwohl das ja unsere Community eigentlich ist. Das ist dein Channel, nicht meiner, du Rattenjunge. Ja und? Ah, guck mal, da schaut schon wieder jemand. Nope. Mein Handy stimmt nicht. Wir haben doch einen Zuschauer, Micha. Ein Derex. Der Zuschauer bin ich. So, was hast du gerade geschrieben? Fick dich in dein Arschloch. Wie heißt es ja, Don? Ich glaube Gore-Mod oder so. Irgendwas mit Gore. Ist das Bild? Weiß ich nicht, ich glaube ganz schön viel Blut. Ich habe so viel Zeit. Bildst du was mit Blut? Guck mal nach Blut und vielleicht nach Kettensäge oder so. Die Hälfte der Hit-Downs kenne ich gar nicht. Ach, du irgendwie. Ja, Blood and Gore Overhaul 3. Deaktivieren. Blood and Gore over 3, ja, deaktivieren. Dann mache ich direkt mal GTA noch raus. Weil ich sie noch immer habe. Ach egal, ich darf ihn töten. Alter, die Prinzenrolle klebt über auf meinen Zehen. Ich würde jetzt gerne mal interessieren, welchen Film du meinst. Weiß ich nicht, ich habe letztens irgendwelche Filme geguckt und da war auch einer, der sieht so aus wie du. Der hat so ein Schmuddelgesicht. Schmuddelgesicht, du bist. Ja, weil du guckst so richtig, so nicht schmuddelig von wegen hässlich, sondern so ein schmuddeliges Grinsen, genau. Ich kann nicht gut posieren, das will ich dir jetzt schon sagen.
Es ist. Kannst du so ein Fake-Gesicht einfach draufsetzen? Was für ein Fake-Gesicht? Denkst du, ich war fröhlich an dem Moment? Warum sollte ich im Badezimmer von meiner Oma grinsen? Das ergibt doch keinen Sinn. Ganz dumm nicht rein. Ich schau mal. Okay, ganz rein. Aber warte. Ich hätte davor ein Profilbild drin, ich weiß ja nicht, ob du es gesehen hast, habe ich nicht gegrinst. Davor hattest du ein komisches Bild drin. Nicht das von der Ziege. Das vor der Ziege. Vor der Ziege? Der Raum offen, bei mir wird er nicht angezeigt. Ja, es lädt gerade. Weißt du, ich frage dann so eine Arbeit, und wie findest du das? Kann man das so als Profilbild nehmen? Dann sagt er immer, mehr Emotion, mehr Emotion. Dann lache ich und dann kommen Leute wie du und sagen, das ist so fake ist. Jo, danke fürs Zuschauen, Enterix, und viel Spaß in der Schule. Aha, Schule steht ganz schön. Ja. Ich hab nicht gesagt, mehr Emotion. Ich hab gesagt. David sagt das immer. Immer mehr Emotion, mehr Emotion. Weißt du, wenn ich dann. Man muss so ein Fake-Grinsen aufsetzen, das sieht dann so fake aus. So anders, weißt du? Ist auch original. Du bist anders. Du bist anders. Du bist anders. Wenigstens mache ich kein Foto von meinem Nacken, während ich da irgendwo auf der Wiese gucke, auf dem Berghang. Das Foto hat Martin gemacht, nicht ich. Warum macht er Fotos von dir? Weiß ich nicht, weil ich ja gerade so philosophisch aussehe. Siehst ein bisschen Zuhälter aus auf dem Foto. Ich? Dein Nacken sieht so Zuhälter aus. Kommt von der Kette, die ich trage. Die ist so schwer, dass dein Kopf nach vorne geneigt ist. Ja, ja. Nein, ich war schon voll müde vom ganzen Laufen. Aber warum macht der Fotos von deinem Nacken? Das verstehe ich nicht. Von mir, nicht von meinem Nacken. Der Nacken ist nicht das Einzige, was drauf ist. Ich werde nur auf den Nacken gezielt. Komm. Ja, jetzt will er ablenken hier auch noch. Ja, ja. Wo laufe ich denn gegen? Voll verwirrt gegen die Wände gelaufen. Komm, jetzt sprint mir hier durch. Oh, der Sprinter. Vor allem das Lustige, die drei Maps sind von Horror Map auf irgendwelche Koop, irgendein Rotz, auf Alien vs. irgendwelche Homos. Ja, weil das sind ja die Viecher von Alien, wa? Die Facehugger. Oh, ja, ja. Und dann haben wir die ganz normalen Aliens. Komm, Pistole und Crowbar. Hammer. Einfach Muni holen. Du kannst so sprinten, ich kann ja schon. Also, das soll sprinten sein. Na. Ich mache irgendwann wieder ein Foto ohne zu grinsen. Oder wenn ich betrunken bin, dann geht das. Aber Alkohol ist ja schlecht, Kinder. Na? Hey. Ja, warte mal. Auf mich zu schlagen, ich verliere ganz schön viel Blut hier. Hey there. I haven't seen anyone in a while. Hey du. Oh, hier ist Slice im Aufzug. Was machen wir hier überhaupt? Was
weiß ich nicht, wir sind hier mit... There's still some survivors out here, I believe. Oh, sorry, what you're looking for is the industrial part of this building. There should be tables and boxes, pretty much. Wir suchen unseren Penner George. You'll see some of the small ones. I like to call them headhumpers, because that's literally what they are. If they get on your face, you're dead. Okay, hier kommt gleich der erste. Jetzt probiert das wieder. Nein, Sven, oh mein Gott. Ach, er ist tot. Schade. Hier links war einer, gell? Lauf! Oh, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Supreme hier. Ja, Mann, verpiss dich. Steh mir nicht im Weg. Da kommt auf jeden Fall noch einer. Pass auf. Ah, jetzt Muni nochmal. Nice. Warte mal. Ich hab eine Idee. Los! Mit dem Müll auf ihn. Wo ist das Ding? Ich war noch zwei in dem Flur. Na egal. Guck mal. Da? Kommt's entgegen. Kobe! Oh, Kobe, jetzt. Oh, Alter, warum kriegt das so schwul? War weg. Kobe. Guck. Oh, jetzt kommen da zwei, jetzt kommen da zwei. Geh weg, geh weg, geh weg. Wow, du bist so. Nein, da kommen echt welche. Hallo? Jetzt kommt da welche. Ah, hol mal Müll, wir werfen einfach Müll dahin. Ich sehe nix. Ja, Max, wie die kommen. Ach du Micha, die kommen. Oh da. Ich hab's gesehen. Bastard, da kommt der nächste. Wow. Kein einziges. Oh Gott, das ist noch einer. Ja, wo kommt der denn her? Hallo? Wer ist das einer? Wow, oh, nein, nein, nein! Oh. Geh weg, geh weg! Oh Mann. Viel Spaß, jetzt bin ich voll geblockt. Lass dir direkt den Schlüssel zu. Die Pistole. Oh! Alter! Zack. Ganz schön kacke. Shit, was runtergeflogen. How did you get down here so quick, did you? Oh no, you didn't just jump through the elevator. You know what, never mind, just focus on the job. Haha. Okay, lass direkt links. Hier war es doch, glaube ich. Ja, hier war aber ein Ding. Hier, hier, hier. Da! Oh. Ah, ich kann durch die Palette. Ich hab's getroffen. Klasse. Toll, mich, ja. Wallhack. Prefire. Ich hab gleich. Oh, oh da ist. Ich hab getroffen mit Prefire. Zweimal sogar. Ja, dann bin ich mehr. Hier war, glaube ich, das Teil, ja. Ja, ich hab's. So, dann geh mal vor. Nein, ich hab das Teil, ich kann nicht schießen. Ich war hier. Du vor. Oh. Oh, ich aus. Glaub ich. Da war's. Echt? Wo müssen wir hin? Da kommt's, es kommt, es kommt! Du sagst doch. Okay, weiter geht's. Ah, du bist hier. Ich krieg mich nicht ab aus Versehen. Hinter dir. Bobby. Vor dir. Über dir. Oh, jetzt kommt das fette Ding. Pack die Shotgun. Und dann sofort zurück. Ah. Nein, da kommt's. Ich hab die Shotgun nicht. Du Opfer. Jetzt hast du. Gott. Ich hab keine Muni. Oh Gott, da kommt noch eins. Kommst du zu mir? Oh, ich bin auch tot und die Map ist vorbei. Okay, lass mal aufhören mit der Map. Die ist scheiße.
Das ist doch kacke, wenn die aufhören auf einmal. Die Shotgun nicht aufheben, weil du die ganze Zeit da im Weg standst. Du stellst die ganze Zeit auf der Shotgun. Ja, weil ich sie auch nicht aufheben konnte anders. Du hattest die. Ja, nachdem ich... Ja, aber ich konnte die nicht aufheben, weil du drauf standest. Ja, nachdem ich... Das ist ein Penner. Nachdem ich drauf stand, konnte ich die aufheben. Ja, aber dann bist du immer noch drauf geblieben. Ja, aber... Außer wo das zweite Ding ankam. Du bist nämlich gestorben. Dann bin ich auch gestorben, weil ich keinen Shotgun hatte, sondern nur die pillepalle Pistole. Die Diskussion bringt was. Ja, war es das an Maps eigentlich? Ja, ich habe keine mehr.